Höret, höret! Die Helden sind in Felsteen! 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 Endlich! Felsteen! Wir sind in Felsteen eingekehrt! Yeah. Oh mein Gott, ich habe zu viele moderne PC-Spiele gespielt, weil ich versuche, mit WASD hier durch die Gegend zu laufen und nicht mit meinen Pfeiltasten in Let's Play! Nicht Dark Souls. The Dark Eye, das schwarze Auge, Schicksalsklinge, Teil 1 der Nordland-Trilogie. So, ich suche jetzt... Oh, Moment, Kneipen könnten aufhaben, aber es vielleicht langweilig wird. Wir sagen mal Hello, my friends! Taverne ist nicht schlecht besucht. An der Theke gibt es nur noch wenige freie Hocker. Der Wirt ist damit beschäftigt, seine Gäste zu bedienen. Ihr setzt euch. So, rück mal mit Informationen raus, du Pisser. Wollt ihr nicht vielleicht erst ein Bierchen trinken? Ja klar, los! Das war die Cindy, die sagt, jawohl! Und Sunshine sagt, ja, ich möchte gerne auch einen großen 10-Liter-Eimer. Und ihr kennt euch... Kennt ihr vielleicht den Isleif Olgarsson? Sicher, der wohnt hier im Süden. Ganz in der Nähe des Felstier. So ein freistehendes Haus. An der Theke winkt ein Gast mit seinem leeren Bierkrug. Hier, entschuldigt, ich werde hier gebraucht. Und damit verschwindet der Wirt, um sich um die anderen Gäste zu kümmern. Ihr trinkt euer Bier. Nom, nom, nom. Ein Mann tritt zu uns an die Theke. Darf ich euch an die Beke titten? Darf ich euch auf ein Bier einladen? Ja, klar. Jawohl, aber bitte hier, eins mit Skorpiongift. Hey, Wirt, ein Bier für mich und meine Freunde. Es ist der Thorfinn Ragnarsson. Und er sagt, etwa auf halbem Wege zum Einsiedlersee kann man auf einer hübschen Waldlichtung rasten. Boah, ey! Und er muss weg. Ich muss wieder weg. Oh, nee, wir futtern dann auch nochmal was. Nom, 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 nom. Bitte ordentlich Fleisch auf den Suppenteller. Wollen wir noch ein Bier? Ja, komm, wir trinken noch einen. Wo wir jetzt schon endlich in Felsteen angekommen sind, trinken wir uns noch einen. Und wir warten noch mal ein bisschen an der Theke. Vielleicht kommt ja noch irgendein Typ. Immer noch. Ja, wir vergnügen uns noch mal weiter an die Theke. Und weil wir so glücklich sind, schmeißen wir noch mal eine Lokalrunde. Und hier noch mal vielleicht. Yay! Nein. Noch mal weiter vergnügen. Nein. Ah ja, wir hatten noch eine Verabredung. Okay. Moment, was... Also, Moment, was kommt denn jetzt hier? Ihr müsst euch leider noch geduld... Achso. Ja, wir wollen noch nicht nochmal mit dem Wirt reden. Wir warten nicht... Ne, wir haben nicht ewig Zeit. Tja, da kann man euch nicht helfen. Da müsst ihr euch eh woanders umhören. Der Wirt verschwindet und ihr müsst euch wohl vorerst mit dem Liebe genügen. Okay, es kommt keiner mehr, der sich zu uns setzen will, obwohl wir alle so gut aussehen. Wir haben ewig viel Kohle verbraten. Und ich glaube, es ist... Wir machen uns ein bisschen verdächtig. Wenn wir dann mitten in der Nacht versuchen, dem Herren... ja, Schlaf reicht dann, glaube ich. Ich glaube, den vierten Stabzauber hatten wir schon drauf, ne? Ich habe gar nicht erzählt, was denn der vierte Stabzauber auf dem Stab von Fichius denn so macht. Nämlich, ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Da ist er ja. Ist der vierte... Nein! Oh, scheiße! Da habe ich mich vertan. Scheiße! Wir müssen nochmal pennen. Aber zuerst gucken wir mal, also im tiefen Süden, wir gehen nach Norden. Oder auch gesagt nach Firun. Firun ist der Gott des Winters und der Jagd. N wie Firun, das N für Ende. Und Praios, wie gesagt, Gott der Sonne, des Glanzes, des Lichtes und der Gerechtigkeit. Praios endet mit einem S und dafür steht das S von Süden für Praios, mehr oder weniger. So, also vielleicht habe ich das auch erklärt. Oh, direkt das Haus gefunden. Oh, Besuch. Ein sehr alter, weißhaariger Mann tritt aus dem Haus. Was treibt euch denn zum alten Isleif? Hügeligs Spuren. Hügelig? Na, dass sich für den noch einer interessiert. Wir erzählen mal unsere Geschichte. Da kann ich ja vielleicht weiterhelfen. Ich kenne da nämlich noch ein paar Leute. Frag mal bei Ragnar Firunjasdotter in Witzand nach. Ihr Onkel war ein Urenkel von Hügeligs Braut. So, jetzt muss ich leider Gottes ein bisschen eure Geduld beanspruchen, weil ich muss mir jetzt aufschreiben, wen er meint. Also Ragnar Firunjasdotter. Immer diese langen Firunjasdotter. Dann schreibe ich mal den Ort auf in... Witsand. Okay, das haben wir, das haben wir. In Brendil gibt es einen, der heißt Tiomar Svafnelsson. Ich glaube, der ist auch irgendwie mit dem Hügelig verwandt. Also, Tiomar Svafnelsson. Svafnelsson. Und der kommt aus... Wo war's? Brendil. Muss ich offscreen mal auf die Karte... gucken, wo das ist. Das weiß ich nämlich auch nicht. Diese kleinen, ganz kleinen Käfer. Ach, wo es für so eine wichtige Sache ist. Er verschwindet kurz und kommt mit einem Pergamentfetzen wieder. Da solltet ihr den alten Wisch ruhig haben. Ist das Stück einer uralten Schatzkarte, die ich von Hügelig geerbt habe. Vielleicht findet ihr damit ja des Rätsels Lösung.
Ja, bedanken wir uns mal. Nämlich unser Ziel ist es, wenn man das jetzt vielleicht schon erahnen kann, diese Karte zu vervollständigen, damit wir hierüber wissen oder erahnen können oder herauskriegen können, wo genau das Grab von Hügelix sich befindet. So, vom vielen Reden ist meine Kehle jetzt ganz trocken geworden. Ihr bleibt doch noch auf einen Schluck. Jawohl! Ja, Ruhe, Cindy. Wir trinken noch einen. Wir müssen unseren Pegel wieder hochkriegen. Er bittet euch ins Haus und schenkt euch ein großes Bier ein. Eine Stunde später verabschiedet er sich von euch. Schön, dass mal wieder jemand an den alten Islife gedacht hat. Oh, Maibchen hat eine neue Stufe erreicht. Dann wollen wir mal sehen. Ja, das hat Abenteuerpunkte gegeben. Sie hat damit die 100 Promille-Grenze überschritten. Und wir können jetzt eine positive Eigenschaft von ihr erhöhen. An und für sich, da sie unsere Streunerin ist und viel mit gesellschaftlichen Talenten zu tun hat, würde ich ja eigentlich eher sagen Charisma oder Fingerfertigkeit oder Gewandtheit oder Intuition. Das Problem ist, Körperkraft ist einfach super wichtig. Warum? Körperkraft ist direkt damit verbunden, wie viel Last wir tragen können. Ich glaube, Körperkraft mal 50 Unzen. Und Last ist damit verbunden, wie viele Bewegungspunkte wir im Kampf haben. Und Körperkraft hat auch noch, das sieht man hier nicht, Waffen haben so einen TPKK-Wert. Also Trefferpunkte pro Körperkraft. Und ab einer gewissen Schwelle bekommt man für jeden Körperkraftswertpunkt, der da drüber ist, noch einen extra Schaden. Und für den müssen wir nicht würfeln. Und eben auch wegen der Traglast würde ich jetzt schon fast vermuten, also ich möchte ja eigentlich gerne was in Charisma geben fürs Falschen und so weiter. Ach, scheiß drauf! Ich bin Rollenspieler! Sie kriegt Charisma! Maibchen ist unsere Charismatische. So, jetzt können wir uns noch... Also normalerweise würfelt man... Also sucht man sich einen Wert aus und würfelt dann beim Steigern mit einem W20. Man muss mit dem W20, ich glaube, den aktuellen Wert erreichen, ober- oder drüber liegen, damit der Wert steigt. Und wenn das nicht passiert, darf man noch zweimal wiederholen. Und wenn es dann auch nicht passiert ist, dass es dadurch gesteigert wird, dann hat man Pech gehabt. Dann hat man diesen Stufenaufstieg keine Haupteigenschaft steigern können. Aber ich glaube, das Spiel macht es zumindest so, dass die Haupteigenschaft automatisch gesteigert wird. Das finde ich gut. Das ist allerdings bei den negativen Eigenschaften nicht der Fall. Aber glaube, könnte ich jetzt noch verringern? Ich versuche es mal. Leider misslungen. Magieresistenz hat sich auf 5 verändert. Lebenspunkte steigern. Ja, ein gutes Level-Up war das jetzt nicht so wirklich. Also, wird, glaube ich, ein W6 gewürfelt. Und der Wert des W6 wird dann auf die Lebenspunkte hinzuaddiert. Also 32, also 2 haben wir jetzt dazu bekommen. Es ist nicht allzu viel. Gut, gucken wir mal. Falschen. Also wir haben jetzt 20 Punkte, die wir hier reinstecken können. Oh, wundervoll. Falschen nochmal. Ah, komm. Ja, wundervoll. Wobei, im Kampf sollten wir auch mal gucken, dass wir das können. Stichwaffen. Yeah. Und da steigen wir die Attacke. Kampf. Das muss ich mal überlegen. Dass ich vielleicht mit ihr so ein zweites Waffentalent nochmal mitnehme. Stichwaffen ist weit hoch, aber ich probiere es mal mit Hiebwaffen. Okay, auch Attacke. Gut. Körper. Wir mussten mal schwimmen. Okay, das nehmen wir dann nochmal mit, dass sie auch gut schwimmen kann. Dann klettern. Jo. Klettern wir nochmal weiter mit ihr. Akrobatik, wenn wir noch ein bisschen Kunststückchen machen mit ihr. Ist Akrobatik. Na komm, dann lassen wir das eben bleiben. Dann ist Akrobatik auf 4, das passt ja. Klettern, Körperbeherrschung wäre vielleicht noch schön. Gut. Selbstbeherrschung, jawohl. Nochmal. Nein, oh Gott, das wollte ich nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh, Akrobatik habe ich nochmal gesteigert. Nochmal Selbstbeherrschung, sehr schön. Gut, Wissen eigentlich relativ unwichtig für sie, aber ich meine, dass mit Kriegskunst, also normalerweise ist Kriegskunst ein Talent, um Taktiken auszuklamüsern oder Schlachtenansprachen oder sowas zu halten. Aber ich glaube, in diesem Spiel macht man auch mit irgendwie mehr Schaden oder so, je höher Kriegskunst ist. Deswegen werde ich das Ding mal bei ihr steigern. Wie viel habe ich eigentlich noch? Oh, 2 Versuche noch. Oh, stimmt, das hier soll ich jetzt vielleicht auch mal machen. Also, Schlösser. Yay! Yeah! Und, Taschendiebstahl. Oh, scheiße, jetzt habe ich meine Intuitionstalente fast verbracht. Nee, Taschendiebstahl ist schon recht hoch. Dann, was haben wir denn hier? Gefahrensinn, Sinnesschärfe. Ich mache mal Gefahrensinn. Jawohl! Oh, Cindy hat auch eine neue Stufe erreicht. Ja, aber ihr Körperkraft. Ganz, ganz simpel. Und was haben wir sonst noch? Goldgier. Ja, komm, Goldgier ist so mit der höchste Wert. Dann versuchen wir den zu senken. Ich glaube, da wird 1W6 oder... Nee, 2W6 werden da, glaube ich, geworfen. Und er muss... Unter dem Wert oder gleich sein. Oh, cool. Und sie kriegt 4 Lebenspunkte dazu. Dann. Also ich mach das jetzt hier einmal. Oder mach das jetzt hier nochmal bei ihr, um das Level-Up zu verteilen. Ansonsten
überlasse ich das euch, ob ihr lieber das sehen möchtet, dass ich die verteile oder... Oder ob ich das offscreen machen soll. So, Äxte auch noch, wundervoll. Okay, Körper. Ich glaube, die muss unbedingt mal schwimmen lernen. Das machen wir dann hiermit. Was haben wir denn sonst noch? Akrobatik? Nee, braucht ein Zwerg nicht. Klettern vielleicht. Ich meine, Klettern ist auch noch ein relativ wichtiges Talent, wenn man die komplette Trilogie durchspielen möchte. Ob ich das mache, sag jetzt erstmal, keine Ahnung. Klettern, passt das nochmal? Oh, schade. Körper, Klettern, jawohl. Körperbeherrschung, jawohl. Verstecken, ja komm, das machen wir mal. Und guck mal, Gesellschaft braucht die, na, Schätzen vielleicht, aber ansonsten... Nee, das braucht die nicht. Aber wir gehen mal kurz auf die Wissenstalente ein, um auch hier die Kriegskunst nach oben zu treiben. Ich glaube, Wissenstalente kann man pro Level ab dreimal steigern. Und da machen wir... sogar dreimal. Ist jetzt gutes, schönes Level-Up. So Intuition, Gefahrensinn und Sinnesstärke. Für unsere eigentliche Dungeon-Führerin wichtig. Guck mal, Schlösser knacken. Komm schon, Schlösser. Oh, mach mich nicht schwach. Puh! Hätte das jetzt nochmal, wäre das nochmal in die Hose gegangen, hätte ich es nicht mehr steigern können. Für dieses Level-Up. Und der letzte, ja komm, nochmal. Obwohl, nein, nochmal. Jawohl! Okay, die ersten beiden haben Level-Up hinter sich gebracht. Und die anderen, ja, brauchen nicht mal zu viele Abenteuerpunkte, dann dürfen die auch mal. Gut. Eigentlich, ja, müsste ich jetzt mal gucken. Was wäre, ich könnte noch ein bisschen die Stadt erkunden und mal in die Geschäfte rein. Moment, habe ich eigentlich noch was in Toast, was ich noch verkaufen müsste? Ich weiß es jetzt nicht. Ansonsten, ich hatte überlegt, ob ich meine Hauptaufgabe mal wieder ein bisschen Hauptaufgabe dann sein lassen soll, um mal nach das Butter zu reisen. Was hatten wir hier nochmal für einen Tempel? Das war, der Ingerim-Tempel, gut. Weil Geist sagen zwar, man sollte so etwa Level 3 sein mit der Truppe, bevor man sich nach das Bote aufmacht. Weil in das Bote können wir ein ziemlich gutes Arsenal bekommen. Oh, ein Firunstempel. Wie gesagt, Gott der Jagd und Gott des Winters. Der Winter naht! So, aber ansonsten scheint hier Felstein nicht unbedingt die Wahnsinnsmetropole zu sein, in der man viel kriegt, wenn man es drauf anlegt. Wir haben hier eine sehr hohe Breitenwirkung, was die Oberfläche anbelangt. Aber sonst ist hier ja nichts, außer ein Creme, wo man vielleicht seine Lebensmittel noch einkaufen kann. Nee, ist wirklich nichts. Ja, dann mache ich noch eines. Und zwar, ich suche nochmal das Hotel auf. War das hier ein Hotel? Was für eine Kneipe? Nee, es ist nur eine elendige Dreckskneipe mal wieder. Welche Informationen ich aus den Kneipen rauskriege, die sinnvoll sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das müsste ich mal irgendwie nachgucken. Also, wir kaufen uns mal eine wahnsinns tolles... Ein falscher Knopf. Eine Suite. So, und jetzt? Hab ich doch. Ich habe noch eine Suite gekauft. Gemietet. Okay. Dann mache ich jetzt mein Viechius-Talent mit dem letzten Stabzauber. Nein! Und er darf, glaube ich, auch nicht mehr, ne? Okay. Ja, dann gehen wir mal kurz pennen. Und dann probieren wir das gleich nochmal. Also, wir mieten uns eine Suite. Zack. Und nun, Viechius, mache er einen Stabzauber. Was? Ihr habt gesehen, wie viel Astralenergie der Typ hatte und wie wenig er verloren hat. Also, ich habe doch noch genug. Was soll das denn? Sauerei. Ich will meinen Stabzauber haben. Meinen letzten. Weil der ist nett. Nicht weltbewegend, aber er ist nett. Habt ihr Hunger? Ja, ein bisschen. Was soll's. Okay. Nochmal. Also, eine Suite. Ich investiere hier gerade viel in dich, Viechius. Also, mach mich nicht mürbe, Freund. Nein, ich wollte doch nicht pennen. Scheißdreck. Okay. Der Typ freut sich. Okay, bitte nochmal die Präsidenten-Suite. Okay. Jetzt aber Viechius. Stabzauber. Jawohl, endlich! Der vierte Stabzauber. Und jetzt können wir nochmal pennen. Vielleicht sollten wir noch was essen, oder? Nein, die sehen noch ganz gut aus. Gut, das wäre das. Ich... Raus hier, Privatbesitz! Ich wollte ja auch nicht reinlaufen, aber wenn die Tür so weit aufstehen lässt... Ach so, das war dein Maul. Ja, also wenn ich nach das Butter will, muss ich den Weg, den wir quasi hergereist sind, wieder einen großen Teil zurück. Könnte ich offscreen machen, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ob ihr da sowas offscreen dann lieber habt oder ob ihr das live mitschalten möchtet. Ich mache jetzt auf jeden Fall hier erstmal einen Cut. Und dann muss ich mal gucken, wo wir uns jetzt am besten hin aufmachen. Wir haben zwei weitere Leute, die wir aufsuchen müssen. Und da gucke ich mal, ob vielleicht irgendwas auf dem Weg Richtung
wie heißt es noch gleich, das Pota ist. Bis gleich. Jesus Christus. Ich glaube, das Pota lassen wir erstmal. Mir ist gerade schlecht geworden, als ich gesehen habe, wo wir jetzt lang müssen. Also, wir sind hier. Und der erste Ort, der uns genannt wurde, ist Witsand. Der ist hier oben in der Ecke. Und der zweite ist Brenthill. Und der ist, glaube ich, hier oder, man sieht es schlecht, hier. Einer von den beiden Orten ist es, den wir dann besuchen dürfen. Und da wir jetzt uns hier über die Berge schlagen, weil ich müsste im Moment... Na, dass ich nicht mal einfach mal rechts klicken kann. Also wir müssten theoretisch jetzt wieder hier... Ich glaube, das war irgendwie hier zurück. Und dann ist hier das Pota. Und dann müsste ich... Obwohl, ich könnte eventuell auch hier über die Berge, aber... Ah, ich denke mal, wir müssen irgendwann mal wieder zurück in den Süden oder sowas. Und dann werde ich das Pota mal mitnehmen. Also ist es an der Zeit, mal aufzubrechen. Oh, hinter einem Felsblock an Wegrand könnt ihr ein Bein hervorragen sehen. Getrocknetes Blut klebt am Hosenbein. Wollt ihr die Leiche untersuchen? Nein, wir sind Bogonsgläubige Antichristen und werden uns mal die Leiche angucken. Ihr braucht nur einmal hinzusehen, um festzustellen, dass hier ein Wanderer von Räubern... von Räubern niedergemacht wurde. Eine abgebrochene Säbelklinge ragt noch aus der Brust des Unglücklichen. Der Wanderer trägt Folgendes bei sich. Okay, da hat's Diablo nicht mehr zurück in die Hölle geschafft, aber... Wegelagerer! Vor euch versperren 4 Wegelagerer den Hohlweg, in dem ihr euch gerade befindet. Ein weiterer Schurke ist hinter euch auf den Weg gesprungen und hält lässig eine Armbrust auf die Hüfte gestützt. Geld oder Leben! Wollt ihr euch zum Kampf stellen, versuchen zu fliehen, mit den Räubern verhandeln? Die können mich mal! Wenn das der Armbrustarsch ist, dann zaubern wir mal mit dem bisschen, was wir noch haben. Wollen wir es denn? Kampfzauber! Blitz! Nein, nicht auf mich selber. Pauz! Der Räuber ist geblendet. Diese armselige zusammen. Schmerzen überkamen mich. Okay, der Typ ist geblendet. Da ist die Cindy leider gerade ein bisschen im selben Weg. Okay, wir bewegen uns nochmal nach hier. Und damit können sichern, dann sichern wir. Okay. Shit. Okay, das ist doch gar nicht so shit. Wir greifen den Bastard vor uns mal an. Und du? Nee. Der Magier kümmert sich um den Rest und wir verstopfen erstmal den Weg da vorne. Okay. Nee, Moment, dann macht Sunshine den Rest. Oder? Nee, Moment, die stellt sich dann mal hier hin. Und wird dem ein paar Pfeile in die Brust jagen. So, was ich nicht wusste, aber mittlerweile herausgefunden habe, ist tatsächlich, dass das Regelwerk vom Kampf einigermaßen richtig umgesetzt wurde. Pro Kampf zu Runde hat man eine Attacke und eine Parade. Ich habe jetzt mit Maibchen diesen Feind angegriffen. Das heißt, er hat seine Parade aufgebraucht. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, wenn sie jetzt trifft, dass sie Schaden macht. Ja, und sie macht Schaden. Weil, wie gesagt, er hat seine Parade aufgebraucht. Und jetzt ist wahrscheinlich eine neue Kampfrunde. Jetzt hat er aber wieder seine Parade aufgebraucht und deswegen erhoffe ich mir... greif du ihn einfach mal an. Mach es, tu es. Und du greifst ihn hier an, jawohl. Und deswegen sollte Cindy ihm jetzt auch wieder eine reinjagen können, wenn sie, wie gesagt, trifft. Okay, wir ziehen uns ein bisschen zurück und schießen mit unserer Armbrust auf ihn drauf. Das ist meine Taktik, die ich jetzt hier an den Tag... Was? Achso, ich hab auf Bewegen geklickt. So, hau ihn mal rein, jawoll! Schön abnippeln lassen, den Kerl. So, wieder einen Schritt zurück. Ein Angriff auf ihn drauf. Aha, diese elenden Räubersburschen. So, zeig ihm mal, wo der Hammer hängt. Verdammt! Okay, hau ihn. Nein, obwohl normal. Voll normal, ey. Okay, bevor er wieder zu sich kommt, hoffe ich, dass ich ihn mit meinen beiden Leuten hier unten... Oh, Räuber trifft einen Räuber, cool. Erledigt habe. Und aggressiv reinhauen! Okay, du aber. Genau, ist der Richtige. Nochmal! Oh nein! Nein, die Waffe von Cindy ist zerstört! Scheiße! Sie hat gepatzert. Kreier, hau rein! Es wird jetzt eine sehr interessante Begebenheit. Dann werde ich mir wohl oder übel mal eine neue Waffe kaufen müssen. Hau! Nein, okay. Okay, oh, wundervoll. Sie hat sich ihm zugedreht. Mein Gott, der verträgt aber eine ganze Menge. Und Fichius wird getroffen, weil der Räuber wieder da ist. Und 4 Schadenspunkte rein. Okay, mal sehen, haben wir noch eine Waffe da? Cindy hat nichts mehr im Gepäck. Ja, dann bitte mit der blanken Faust drauf. Das ist jetzt natürlich ein... Der versucht abzuhauen. Der Räuber trifft Fichius. Hau mit der blanken Faust drauf. Macht's auch noch 3 Schaden. Nimm dir einen Bierhumpen in die Hand oder sowas.
Versuchen wir es mal angreifen. Na komm! Ah, schade. Aber Dings muss gleich auch nochmal dran kommen. So. Ah, okay. Jetzt müssen wir gucken, dass ich mit Maibe versuche, den Schaden an ihn zu machen. Nicht mehr mit Cindy, weil ansonsten... Moment, wie mache ich das denn jetzt mit ihm? Die blockieren mir alle den Weg... Nein, das ist blockiert. Da komme ich auch nicht dran vorbei. Ja, du bist jetzt gerade ein bisschen überflüssig, glaube ich. Moment, ich gehe mal nach hier. Kann ich meine Waffe wechseln? Er hat auch keine Waffe im Gepäck. Ja, warte erstmal ab. Okay, so, dann töten, vernichten, aufspießen. Okay, Räuber trifft wieder einen Räuber. Gut, dann... Leck mich am Arsch, die Sau. Nee, wir schauen sie es. Okay, wieder ein Räuber in die Flucht geschlagen. Okay, wir... Genau, wir machen jetzt erstmal hier eins zu, damit wir wenigstens einen von denen auch töten. So. Der erste Weg dahin ist gegangen worden. So, ich werde jetzt lieber nochmal versuchen, einen Blitz, dich find, auf den hier zu wirken. Jawohl, damit er mich nicht komplett kaputt macht. Und jetzt greifen wir erstmal den hier an, bis er krepiert. So, und Sunshine, schieß! Hat sie getroffen? Ich glaube nicht. Sonst hätten wir eine Blase gesehen. 5 Schadenspunkte! Und jetzt haben wir den hier gegen uns. Okay. Dann machen wir jetzt wieder die Rückziehtaktik. Ja, 6. Und der macht aber irgendwie wenig Schaden. Also mit Hilfe eines, mit einer Armbrust kann er doch wesentlich mehr machen. Oder diesen, ich meine, sie hat selbst einen Bogen, damit macht sie mehr. Und Armbrüste haben mehr Bonusschaden drauf. So. Und du. Druff. Mist, hat er abgewehrt, auch wenn er geblendet ist. So, der ist weg. Und ich hoffe, du jetzt auch. Jawohl, einer ist weniger. Obwohl, von denen kriegen wir Waffen, obwohl sie ist mehr die Axtkriegerin. Von daher, wird das wohl wahrscheinlich eher weniger gut sein. So, druff dat da. Okay, ja, stellen wir uns mal hier hin. Wir haben nicht mehr so viele Punkte übrig, schade. Dann warten wir ab. Du greifst ihn nochmal an, Pauz. Hier, Schelle links, Schelle rechts. Hau drauf! Egal. Wir greifen die Sackratte an. In den Rücken, jawohl! Und du, töte ihn, Sunshine! Mach ihn, vernichte ihn! Auch wenn du Mitleid mit uns Rosenohren hast, töte ihn! Sie haben uns überfallen, sie wollten uns ausnehmen! Sie wollten deine Kräuter! Und sie wollten unser Bier! Wieso kann ich da nicht hin? Doch, kann ich doch, geht doch. So, wir warten ab. Los, Cindy, hau mal rein! Ja, sie nimmt Anlauf, springt hoch! Und haut ihm aufs Knie! Und du? Na! Das geht, Alter. Die halten zu viel aus. Was sind das für Räuber? Also die in der Zwingfeste, die waren ein bisschen einfacher. Die waren so nach 10 Trefferpunkten, waren die halbwegs tot, zumindest. So, töten bitte. 2 Punkte haben noch gefehlt. Ich glaube, wenn die nur noch wenige Lebenspunkte haben, dann... Da, 10 Schaden. Da also, passiert doch. Endlich, klappt mal. Döp, döp, döp. Keine Gnade, sagt Multi Sunshine 100 und schießt ihm in die Brust hinein. Oh, ein Kukris-Dolch. Ich glaube, Kukris-Dolche sind Dolche mit einem Hohlkörper innen drin, die in die Gift eingespeist werden kann. Und ja, also eher Waffen, um fiese Sachen zu machen. So, Viechius. Wurde schön geheilt, zumindest ein bisschen. Gut, dann an der Zeit, wieder Wache zu halten. Und so ein... Habe ich jetzt schon wieder Cindy auf die gleiche Wache geschickt? Na egal. So, Atlantis, hoffentlich findest du was. Findet Wasser, ja, ja. Und kann was Essbares erlegen. Das heißt, wir müssen keinen Hunger leiden. Und Sunshine geht Kräuter suchen, nämlich 3. Belmat und Wirbelkräuter, sehr schön. Und nun, gucken wir ganz kurz. Wir haben doch noch... Ne, wir hatten noch Taranel. Okay, dann geben wir dir hier etwas, eine Taranele zum Essen, damit du ein bisschen erholsamer pennst. Und dann pennen wir. Und schauen wir, ob das irgendwas wirkt. Oh, 6 Lebenspunkte und 5 Astralpunkte. Jo, das war nett. So, ihr seht, dass wir über die Berge wesentlich langsamer reisen. In einiger Entfernung könnt ihr gedämpfte Stimmen vernehmen. Wollt ihr näher schleichen und nachsehen? Ja. Auf einer Lichtung könnt ihr ein Lager erkennen. Etwa 10 verwegene Gesellen sitzen um das Feuer und vertreiben sich die Zeit mit Zechen und Würfelspiel. Offensichtlich handelt es sich um Wegelagerer. Wahrscheinlich gar diejenigen, denen ihr schon einmal begegnet seid. Wollt ihr das Lager mit einem Pfeilhagel eindecken? Das Lager erstürmen? Ich probier's mal. Wo ist mein Pfeilhagel? Achso, der kommt jetzt gleich. Oh Gott. Hoppala. So, 4 Lebenspunkte, kannst du da noch schießen? Jawohl, kann sie. So, dem bereiten wir einen warmen Empfang. 7 Schadenspunkte, yes. So, sie kommen. Scheiße. Kannst du was? Oh, ich nehm Rapier.
So, bereite ihm einen warmen Empfang. Und du gehst ebenfalls mal damit rüber. Oh Gott, sie kommen alle! Sie kommen alle! Und du gehst mal darüber, um die Empfang zu... Oh Scheiße, auch noch ein Bubi. Wir müssen uns mal ein bisschen nach vorne bewegen, fürchte ich. Und dann sichern wir uns hier mal. Gott, das wird viel zu lange. Scheiße. Okay, ja, greif du den mal an mit der Armbrust. 10 mächtige Schadenspunkte. Und du greifst... Den hatten wir doch eben angegriffen, oder? Aber es wird wieder ein Shootout. Aber ein schönes Shootout, hoffe ich zumindest. Okay, 17 Schaden musste der schon fressen, das ist gut. Cindy kriegt den Damage da rein. Mal sehen, was mit einem Rapier zu leisten imstande ist. Okay, nee, wir machen anders. Wir greifen mit aggressiven Verhandlungen ihn da an. Oh, Maibe. Das könnte schlecht ausgehen, aber den können wir zumindest einer... Ach du Scheiße. Okay, Sunshine? Nee, Maibe. Wen? Moment, um wen kümmern wir uns jetzt erstmal? Wir greifen erstmal dich hier an. Okay, Sunshine versucht weiterhin ihn hier zu beschießen. Leider Gottes kommt dabei nicht viel rum. Gucken wir mal, ob wir den hier schnell zur Aufgabe zwingen können. Okay, du bewegst mal einen zurück und zauberst wieder einen Blitz, dich find, auf ihn hier, damit er ein bisschen ausgeschaltet ist. Gut. Oh, das wird mickriger Schadensaustausch zwischen den beiden, glaube ich. Und nochmal 6 Schaden. So, Cindy, greif den an. Okay, die schenken sich nichts. Dann, aber mal auf den da. Okay, misslingt leider. Wie komme ich jetzt? Okay, der ist blockiert, dann stell du dich da hin. Moment, das habe ich jetzt gerade nicht so richtig... Oh, da muss ich wohl angreifen, okay. Auf einen Räubersmann oder sowas. Okay, so, jetzt, baut 6 Schaden, der ist weg. Gut, wundervoll. Einer weniger. So, Sunshine. Den hier, ausschalten, please. Okay, 4 Schaden. Ist okay, 1 Schaden ist okay. Das kriegen wir zu unserem Vorteil irgendwie noch ausgelotzt. Oh mein Gott, Mario, was ist los mit dir? Moment, so, der ist blockiert, das ist blockiert. Alles ist blockiert. Dann stell du dich mal dahin. Dann machen wir jetzt hier den Kreuzangriff auf den hier, solange er noch geblendet ist. Ansonsten muss ich... Kriege ich Mario da irgendwie weg? Ich glaube nicht. Scheiße. Oder so. Oder so. Vielleicht habe ich Glück und sie gehen jetzt auf jemand anderes. Ah, 4 Schadenspunkte, sehr gut. Dann... Ja, beweg du dich dahin, dann guck mal, dass wir den... Ah, shit, dass wir den daneben aus dem Angel... Oh, er geht auf Mario los. Moment, nee, Moment, was soll ich jetzt mal bewegen? Nein, wir wollen uns nicht bewegen, wir wollen den hier angreifen. Und wir verfehlen leider. Scheiße. Komm ich da irgendwo? Ich muss hier weg, ich muss hier weg. So, abwarten. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass Sunshine jetzt gerade diesen Schuss abgefangen hat. So, so, nur muss ich noch Kampfmagie einsetzen, aber das... das trifft sie noch nicht mal mehr. So, Moment, soll ich jetzt bewegen, ne? So. Das ist der, wo der Typ drauf steht, so, dann habe ich da gleich die Schussbahn frei, wenn wir uns um den da kümmern. Okay, so, wir kämpfen den da vorne, treffen aber leider nicht. So, Sunshine, bitte, triff ihn gleich mal. Wir warten ab. Okay, der geht jetzt auf Cindy los. So, töten! 10 Schadenspunkte! Und er fehlt noch nicht. Hauptsache, so, Moment, guck mal, dass das hier passt. 5 Schadenspunkte, endlich rächt sie sich mal ein bisschen. So, bitte, Sunshine, triff nochmal, triff ihn. Jawohl, 7 Schadenspunkte und er steht immer noch auf den Beinen. Cindy, wir kämpfen immer noch gegen den hier. 1 Schadenspunkt mit dem Rapier. Und du... Was? Ist wieder ein neuer Kampfhund angebrochen oder was? So, wir warten ab. 2 Schaden für sie. Dann mal sehen, ob sie... Oh, so, 1 Schadenspunkt, 1 Schadenspunkt. Er scheint keine Munition mehr zu haben. Ja, dann machen wir das jetzt. So, 6 Damage, okay. Und dann hier, 10 Damage, er ist endlich tot. Er ist wieder erwacht, das macht aber gar nichts. So, hau da mal drauf. Dann haust du da drauf. Mann, die treffen nicht mehr, oder können der zwar parieren? Na gut, dann müssen wir meine Fernkämpfer machen. 6 Schaden, er steht immer noch. Du wartest ab. Angriff misslingt, wundervoll. Inja trifft einen Räuber irgendwie, weil der Gegner seinen Schlag auf einen anderen Räuber umgeleitet hat oder sowas. Wie machen wir das jetzt? Okay, wir bewegen uns. Ja, ich glaube, da ist der Schuss fällt. Zu dem Räuber. Ja, müsste frei sein, sehr gut. Aber wir treffen trotzdem nicht. Ja, jetzt hat sie schon ihre zweite Waffe kaputt gemacht. Ich glaube es nicht. Ich muss unbedingt im bewohntes Gebiet kommen, um das zu reparieren. Okay, 7 Schadenspunkte. Der hat auch nichts mehr zu tun. Was? Nein, ne, stopp. Nein, ne, stopp. Oh mein Gott, Computerkraft ist das Schlechteste. Jetzt bewegt er sich genau auf seinen Gegner zu. So, der kriegt aber nochmal was. So, können wir die Waffe wechseln. Obwohl, das ist scheiß drauf. Macht eh nicht viel Schaden mit Rapieren. Okay, einer ist geflohen, das ist gut. Und dann schießt er wieder auf den. Sunshine? 8 Schadenspunkte. Yes, yes. Oh, sie hat nochmal. Bitte nochmal so einen schönen Angriff anscheinend. Ja, naja, 4 sind 12. Und 12 ist viel in so einem Abenteuer. Wo bewegen wir uns denn jetzt hin? Dann können wir darauf ballern. Okay. So, ja. Oh, noch einer, der flieht. Sehr schön. 3 Schadenspunkte für ihn. Und gar nichts für ihn. Dann. Ne, ich glaube, es ist für gesünder, wenn ich mit ihr aus dem Kampf mich raushalte. So, und. Ist die Waffe von ihm nicht zerstört? Ach, nee. Wir halten uns da raus. Das können die Fernkämpfer erledigen, wenn die noch einmal dran sind, wenn die sich richtig hinstellen. So, warte. Genau. Angreifen. 11 Damage, yes. Ich sollte für. Sunshine vielleicht auch irgendwann mal eine Armbrust besorgen, weil die machen, wie gesagt, etwas mehr Schaden. Ich weiß allerdings noch nicht, ob es in diesem Spiel hier... Mal gucken, das ist... Da glaube ich genau richtig, genau. Dann hältst du auf den hier drauf. Der getroffen? Ich glaube nicht. Dann soll ich vielleicht nachher mal Heilbad hier oder sowas einsetzen. So, aber... Ach, Gott sei Dank. Ich hatte schon die wildesten... Nein? Wieso willst du nicht... Der will sich nicht auf das Feld darstellen. Ich glaube, ich versuche mal einen fliegenden Wechsel. Oder, ja. Bewegt du dich mal nach da. Abwarten. Immer noch abwarten. Ah, wundervoll. Wir können nochmal einen Blattschuss wagen. 6 Schaden, sehr schön. Und nochmal. Ich muss manchmal 2 Meter nennen, das ist 8 Schaden. Und genau deswegen sind Fernkämpfer in diesem Spiel Gold wert. Weil die Gegner das nicht parieren können. Ich weiß nicht, normalerweise kann man auch im Regelwerk nur dann, wenn sie Schilder haben, parieren. Aber, ey, das darf Sunshine jetzt erledigen. Warte ab. Okay, Alteration. Ich glaube, das reicht, wenn ich einfach nur Alteration mache. Hau drauf. Alteration. Schuss, yeah, 6 Schaden. Alteration, hau drauf. Schieß drauf.
Und sie trifft nicht. So, zack, zack, zack. Jawohl, Fallschaden. Und? Ach, ein Paradepatzer. Warte, gab's das mal? Ich hoffe, ich komme bald mal in bewohntes Gebiet rein, damit ich mich hier wieder regenerieren kann. Richtig zumindest. 4 Schaden. Und der Räuber ist... Und wir haben eine Orknase und 60 Abenteuerpunkte. Yes. Meine Gruppe ist sehr erschöpft. Ich weiß. Ich weiß. Und ich fürchte, ich kann noch nicht das Talent Heilkunde Wunden noch einmal einsetzen. Aber zumindest haben diese elende Räuberbande, die dort ihr Unwesen getrieben hat, in die Flucht gejagt. Ich probiere es allerdings mal. Heilkunde Wunden. Fichius ist noch nicht lange genug zurück. Okay. Aber... Woher muss der Talent anwenden? Heilkunde Wunden. Auf... ich glaube, fast auf jeden kann ich es mal einsetzen. Maibchen auf jeden Fall. 6 LE, sehr gut. Und noch... ja, Cindy. Jo, Cindy hat auch was dazu gekriegt. Talent anwenden. Ich weiß allerdings nicht, wie oft man das... Oder wie viel Zeit vergangen sein muss, um das wieder einsetzen zu können, leider. Aber was soll's. Wir haben noch ein paar Kräuter, um ja, das Gröbste auch noch zu versorgen. Sunshine auch nochmal. Genau, okay, wunderbar. Es ist relativ spät. So, du darfst jetzt ein bisschen was futtern. Für den Fall, dass wir unterwegs immer von irgendwelchen anderen Bastarden angegriffen werden sollten. So, zwei davor nochmal. Dann haben wir noch hier ein paar. Futter davon was. Gut. Und ansonsten, ja, Sunshine, du darfst dann nochmal... Ein Zauber sprechen auf... Wie war Fichius? Sonst krepiert er mir irgendwann nochmal. Heilung. Balsam. Auf... Fichius. Hm? Hat das nicht geklappt oder was? Moment. Oder habe ich gerade irgendwie... Nochmal. Talent anwenden. Ne, Quatsch. No, diese Menüs. So, nochmal. Also, Sunshine soll Magie anwenden. Ich glaube, ich habe eben versehentlich Fichius als Magier eingesetzt, oder? Naja, egal. Machen wir es denn? Heilung, da ist es. So, Balsam auf Fichius. Okay, und du sollst mal 10 Astralpunkte in Lebenspunkte umwandeln. Jetzt ist er wieder einigermaßen am Damm. Ja, er hat gar keine Astralpunkte mehr. Das heißt, ich habe ihn eben versehentlich als Zauberer eingesetzt. So, ich glaube, die Nacht ist auch schon fast wieder vorbei, oder? Das Mardamal ist gerade hinter dem Felsen. Aber trotzdem, Atlantis soll Wasser... Aber zumindest was Essbares finden, okay. Und ein paar Kräuter wollen wir auch noch sammeln wollen. Aber nur 2 Stunden lang, weil es schon spät ist. Schurinknollen, Tonnisblüte und 4-blättige Einbeeren. Sehr gut. Das heißt, wir gehen jetzt Pennorn. Okay, wir sehen... Ja, einigermaßen gut aus. So, wir reisen weiter über die Berge. In einem kaum erkennbaren Pfad windet sich hier zwischen den Felsen hindurch. Die ideale Stelle für einen Hinterhalt. Geht euch durch den Kopf. Nach knapp 50 Schritt endet der Pfad vor einer Höhle. Der ein deutlicher Geruch nach Essen entströmt. Wollt ihr die Höhle betreten? Wir betreten mal diese Höhle.